eben hatten wir 180, das heißt, er hat 80 Exe-Dateien in diesem C-Programme Tools und den entsprechenden Unterordnern gefunden. Schauen wir mal, ob das Ganze auch funktioniert. Klicken wir also auf OK und ich suche mal nach MoveMe. So, da hat er jetzt gefunden einmal einen Ordner namens MoveMe und die entsprechende Exe. Wenn sich das jetzt für mich als ungünstig herausstellt, weil ich eigentlich ja jetzt erkenne, dass ich den Ordner doch nicht haben will, ich will eigentlich eher nur die Exe-Datei haben, dann sollte ich vielleicht doch wieder in den Optionen Katalog C Programme Tools anwählen. Hier ist ja Sternchen.exe und dann nehme ich doch jetzt hier dieses Include Directories wieder raus. Klicken wir drauf, 260 haben wir derzeit noch. Dann veranlassen wir einen Rescan. So, jetzt sind wir wieder nur bei knapp 200. Klicken wir wieder auf OK. MoveMe. So, jetzt findet er das Verzeichnis nicht mehr. Soweit, so gut und einfach, aber abgesehen von dem einfachen Finden von Anwendungen und dem entsprechenden Starten, können wir über Launchy auch noch direkt Startparameter übergeben. Zum Beispiel, ich möchte eine ganz bestimmte URL. Beende das hier mal, Google. So, ich möchte eine ganz bestimmte URL im Firefox anspringen. Also für den Fall der Fälle, dass ich den Firefox noch nicht gestartet hätte oder eben ist schon gestartet, egal. Ich tippe also einfach Firefox ein. Er erkennt den Firefox und ich brauche jetzt natürlich noch nicht auszuwählen, ob ich hier auf die URL springen möchte oder eben ob ich den Firefox starten möchte, sondern weil ich noch ein Kommandozeilenargument übergeben möchte, drücke ich auf die Tab-Taste. Dann steht hier Mozilla Firefox mit einem entsprechenden Pfeil dahinter und jetzt kann ich ganz normal eingeben www.sempervideo.de, Enter drücken und schon wird der Firefox gestartet und die entsprechend angegebene URL wird automatisch aufgerufen. Dabei klappt das Ganze natürlich nicht nur mit dem offensichtlichen Browser, sondern auch mit jeder anderen Anwendung, die Kommandozeilenargumente unterstützt, zum Beispiel WordPad. Tab-Taste und dann C, Doppelpunkt, Backslash, info.txt. So, dann wird WordPad geöffnet und die info.txt, von der ich wusste jetzt, dass sie im C-Pfad liegt, wird direkt gestartet. Normalerweise würde diese Anwendung, ich kann sie natürlich auch, beziehungsweise diese Datei, ich kann die Datei auch einzeln starten, allerdings ist TXT nicht dem WordPad zugeordnet, sondern dem ganz normalen Editor. cinfo.txt. So, dann wird das Ganze im Editor geöffnet. Natürlich kann ich auch Kommandozeilenargumente an andere Anwendungen übergeben, die dafür nicht geeignet sind. Allerdings in diesem Fall wird es dann auch nicht funktionieren. Rufen wir nochmal den Kalk auf. Kalkulator. Und jetzt 9 plus 4. So, der wird das nicht verstehen. Drücken wir auf Enter. So, der Kalkulator wird auch entsprechend geöffnet. Allerdings von wegen 9 plus 4 ist hier nichts zu sehen. Eine weitere Möglichkeit, die Launchy uns bietet, ist sogar das Übergeben von Kommandozeilenargumenten an bestimmte Webseiten. Starten wir nochmal Launchy, gehen nochmal kurz in die Optionen. Wir wählen den Karteireiter Plugins aus. Eines der standardmäßig installierten Plugins heißt Webby. Und da bekommen wir hier eine Übersicht von Name, URL und der entsprechende Suchbegriff. Als erstes steht hier beispielhaft YouTube. Die URL kann ich natürlich frei ändern. Standardmäßig natürlich youtube.com voreingegeben und eben der entsprechende Suchbegriff. So, und wenn ich nun direkt eine Suche in YouTube starten möchte, dann brauche ich einfach nur in Launchy YouTube einzugeben. Also YouTube
So, YouTube wird jetzt erkannt. Dann auch hier wieder Tab für das Kommandozeilenargument und einfach mal Semper Video. Dann wieder Enter drücken. So, der Firefox wird automatisch gestartet. Das ist logisch, denn sobald eine URL am System übergeben wird, wird der Standardbrowser aufgerufen. So, YouTube wird gestartet und es wird eine entsprechende Suche durchgeführt nach dem von mir eingegebenen Begriff, in diesem Fall von Semper Video. Und wie gesagt, nicht nur für YouTube, sondern auch für jeden anderen Eintrag in der Liste. Wenn ich jetzt also zum Beispiel in Yahoo suchen möchte, dann einfach Yahoo eingeben, nachdem es erkannt hat, Tab und Semper Video eingeben, beziehungsweise den entsprechenden Suchbegriff. Direkt das gleiche, yahoo.com und der entsprechende Suchbegriff. Und wie schon gezeigt, Optionen, Plugins. Ich kann hier auch über den Plus-Button neue Einträge hinzufügen. So wäre es mir zum Beispiel möglich zu sagen, okay, neuer Eintrag, Semper Video nennen. Die URL ist www.sempervideo.de und dann der entsprechende Suchstring, um dann über Launchy direkt nach entsprechenden Artikeln auf sempervideo.de suchen zu können. Also das ist ein weiteres sehr schönes Feature. Können wir also festhalten, dass Launchy wesentlich mehr als eine Programmsuche ist oder ein Programmstarter und eine sinnvolle Erweiterung für all diejenigen darstellt, die schnell mit der Tastatur unterwegs sind.